Guten Morgen, herzlich willkommen, liebe Hornet Security-Freunde, zu unserem heutigen Webinar Backup und Security, das Power-Team gegen die Cyberkriminalität. Ich sehe hier gerade noch den Counter ein bisschen hochpingen, aber 10 Uhr und wir starten heute in unser heutiges Webinar. An meiner, ich sage mal von mir aus gesehen, an meiner rechten virtuellen Seite ist heute der Hanno Pinksmann, der CEO von CyberDirect. Hanno, vielleicht ein, zwei Worte von dir zur Vorstellung, um nochmal den Rahmen zu setzen und dann starten wir in unser heutiges Thema. Ja, guten Morgen zusammen, Mario. Vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen. Mein Name ist Hanno Pinksmann. Ich bin der Geschäftsführer von CyberDirect. Wir sind seit 2018, seit über 4 Jahren im deutschen Markt als Spezialist für die Versicherung von Cyberrisiken aktiv. Über 15 Versicherer arbeiten mit uns zusammen und was auch ganz wichtig ist, wenn Sie einen Versicherungsmakler haben, dann arbeitet der vermutlich auch mit uns zusammen, denn 1400 Makler nutzen unsere Plattform, unsere Dienstleistungen. Und auf der nächsten Folie kann man das ganz gut sehen, was der Kern unserer Aufgabe ist: Cyberversicherung vergleichen und auch online abschließen. Hier haben wir ein neues Angebot geschaffen, dass jeder, der sich diesen Schutz besorgen möchte, auch die Chance dazu hat. Und Sie sehen auch hier, der Vergleich lohnt sich. Die Preise für so ein beispielhaftes Risiko liegen zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Also 50, manchmal auch 100% Preisdiskrepanz sind nicht unüblich. Alles Weitere gerne auf unserer Website und natürlich ist auch im Verlauf der nächsten Dreiviertelstunde. Ich freue mich drauf. Ja, wunderbar. Danke, Hanno. Und für alle, die jetzt glauben, hey, jetzt geht hier heute um Versicherung. Nein, darum geht es natürlich nicht, sondern wir wollen einfach mal das Thema Backup und Security auch mal aus einer anderen Sichtweise einfach beleuchten, eher dann auch von einer kaufmännischen. Aber first things first, wie es so schön heißt, vielleicht für alle die, die vielleicht noch nicht so vertraut sind mit dem Hornet Security Portfolio, mit dem, was wir wollen und tun. Wir haben eine ganz klare Strategie ausgerufen. Wir wollen in Zukunft jedes Dokument, jede Datei, Unterhaltung, das, was wirklich wichtig ist, die Kommunikation in ihren Unternehmen absichern. Wir wollen das archivieren, vollständig indizieren. Und da haben wir natürlich verschiedene Punkte, die wir als Hornet Security dabei adressieren. Das ist einmal das Thema Security als solches, halt wirklich E-Mail Security, aber auch Themen wie Compliance, rechtliche Sicherheiten, Archivierung und Backup. Und das sind eben die Themen, die wir uns für uns rausgesucht haben. Um das noch ein bisschen bildlicher zu machen, sehen wir unsere neuen Kacheln, unsere Produkte, die wir anbieten. Die ersten 6 sind wirklich die klassischen E-Mail Security und E-Mail Compliance Produkte, die wir anbieten, angefangen vom Spam-Malware-Filter, Advanced Threat Protection, ganz wichtig, aber auch das Produkt E-Mail Archiv nach deutschem Standard, GBDO-konform, Continuity Services, Encryption und natürlich E-Mail und Disclaimer Services. Heute allerdings soll es natürlich erstmal primär nicht um diese klassischen E-Mail-Security-Services gehen, die wir für Sie anbieten, die Sie nutzen können, sondern wir schauen uns heute unser Backup-Portfolio an, das man bei uns für auch Standalone einkaufen kann. Das heißt Backup für M365, einmal als Standalone-Variante und oder in unseren Bundles, die wir eben speziell für M365 gebaut haben, in unseren Total Protection Bundles. Da haben wir unser Total Protection Enterprise Backup-Produkt, wo eben das mit dabei ist. Was wollen wir heute tun? Wir wollen erstmal ein bisschen herleiten. Wir haben ein paar Beispiele und dann, wie gesagt, geht es darum, einfach mal zu schauen aus, nicht technischer Sicht, warum es auch für Kaufmänner zunehmend einfach wichtig ist, auf das Thema Backup zu gucken. Alle Techniker hier, denen muss ich das nicht erklären, aber wir wissen alle, dass es oftmals eine kaufmännische Entscheidung sind, wo gehe ich hin, und das beleuchten wir zusammen mit dem Hanno hier nachher mal ein bisschen, hat er ein paar tolle Beispiele mitgebracht. Gehen wir rein und ich habe es ja angedeutet, unser Produkt ist speziell für M365 gedacht, das heißt, und da kommen eben oft die Fragen, eben auch gerne aus der kaufmännischen Ecke: ich habe doch jetzt M365, das ist eine Wolke, es ist ein großer Anbieter, da kann mir ja eigentlich nichts passieren. Und da muss man sich mal ein bisschen auch in die T's und C's einlesen, in die Bedingungen und auch in die Modelle, die man dann eben auch Shared Responsibility nennt, um zu schauen,
ist das, was ich vermeintlich wahrnehme oder was vielleicht nicht der Profi wahrnimmt, ist das eigentlich so? Und dass man mit den Kollegen auch nochmal redet. Und dann kommen wir immer zu diesem Punkt, wo man sagt, wusstest du eigentlich, ne, dass auch in den Serviceverträgen von Microsoft, in den Bedingungen, auch was der Hersteller selber empfiehlt, dass das Thema Backup wirklich empfohlen wird, hier separat eine Backup-Lösung anzuschaffen, um eben für seine Daten eine zusätzliche Sicherheit zu machen, weil das klassische Backup eben nicht auch in diesen M365-Services mit dabei ist. Zum Zweiten gibt es natürlich, wenn man sich das ein bisschen weiter durchschaut, auch in den AGBs, genug Punkte, wo im Grunde Haftungen ausgeschlossen sind, wenn es für Datenverlust etc. geht. Und das sind genau die Punkte, die man beleuchten muss, die man zum Teil, wenn man aus der technischen Sparte kommt, durchaus weiß. Aber wir wissen ja alle, bestimmte Sachen müssen eben auch im kaufmännischen Ebene entschieden werden. Und hier gilt es für uns alle auch noch ein Stückchen, auch da wieder das Port Awareness oder Bewusstsein zu schaffen, dass wir eben auch in M365, Office 365 Umgebung immer bei diesem Cloud-Modell mit einem Shared Responsibility Modell unterwegs sind. Was heißt das? Das heißt einfach mal ganz, ganz platt, dass man eine geteilte Verantwortung hat. Dass Microsoft natürlich dafür sorgt, dass die Maschinen laufen, dass die Infrastruktur läuft, das Netzwerk läuft, dass grundsätzlich das Arbeiten der Produkte einfach da ist, aber dass der Kunde, also ihr, sie, die das M365 nutzen, grundsätzlich aber natürlich für die Daten an sich, für die Datensicherheit, für die User, für die Userrechte und so weiter wirklich verantwortlich sind. Und da eben entsprechend auch bleiben wir beim Thema Backups und Datensicherheit, eben selber für Backups sorgen müssen, falls dann doch mal was passiert. Und es gibt natürlich eine ganze Menge Punkte, die passieren können. Da kennen wir uns alle aus. Natürlich, wenn wir als Hornet anfangen zu reden, und im Titel steht natürlich auch Cyberkriminalität. Ja, genau. Man braucht halt immer, wie oft im Leben, und da gucke ich mal zu einem Security-Experten rüber, selbst die normale Hausratsversicherung erfordert, dass ich einmal am Schloss habe, um hinterher den Versicherungsfall ausrufen zu lassen. Und das ist eben auch hier so. Backup ist immer sozusagen Security Level Nummer 2. Ich muss immer einen Plan B haben, ist ein Plan B wie Backup für den Fall, dass doch mal irgendwas nicht funktioniert hat. Und das kann verschiedene Gründe haben. Cyberkriminalität ist natürlich eins der Themen, die wir allein aus unserer DNA heraus von der Security am meisten und am häufigsten natürlich betrachten. Und klar haben wir eine Lösung, wo wir stolz sind, wo wir sagen, mit viel Stolz, da bist du schon sicher. Ne? Aber, und wenn du uns nutzt zum Beispiel, bist du davor im Wesentlichen geschützt. Aber ungefügter Datenzugriff, Ransomware-Angriffe, Malware und so weiter sind ja nicht unbedingt die einzigen Punkte, die mir passieren können. Es können ganz profane Sachen sein, wie menschliches Versagen, dass jemand im Unternehmen ist und durch Benutzerfehler etwas aus Versehen löscht oder böswillig, ne? Dass Geräte wegkommen, dass Mitarbeiter anders agieren, als ich mir das vorgestellt habe, aus Versehen zu viele Rechte hat. Da gibt es so viele Punkte menschlichen Versagens, Mut oder mutwillig oder unmutfällig, die, und ich bin sicher, alle da draußen hier werden das schon mal gesehen haben, wo jemand kommt und sagt, ach, ich habe aus Versehen gelöscht, ach, ich habe aus Versehen das gemacht. Das ist fast mehr tagtäglich, was passiert, und auch darauf muss man sich vorbereiten. Und natürlich das Dritte, durchaus technische Beschränkungen, Funktionen, die vielleicht nicht funktionieren, wie sie gewollt waren, die man vielleicht auch anders verwendet hat. All das sind Themen, sogar noch außerhalb der Cybersecurity, die uns, ich sag mal, die uns zwingen, immer auch einen entsprechenden Plan B dabei zu haben, um für den Fall der Fälle, dass es entweder ganz katastrophal ist, aber auch die kleinen Katastrophen, ich sag mal, einen Vortrag oder eine Präsentation für die finanzierende Bank, die aus Versehen gelöscht worden ist, das ist halt schon ein Elend, wenn man da 3 Monate dran gearbeitet hat. Und dann ist es gut, selbst in diesen kleinen Punkten ein entsprechendes Backup zu haben.
Um die Sache heute mal ein bisschen interaktiver und dynamischer zu machen, haben wir hier mal einen Administrator vom Getreidegroßhandel Tubert mit dabei, der, und jetzt übertrage ich kurz noch die Teilnehmerrechte, uns mal kurz zeigt, wie das zum Beispiel aussehen kann. Da ist der Administrator, zack, wie das aussehen kann und was passieren kann, wenn man ja nicht unbedingt so mutwillig von jemand anderen adressiert wird, sondern wenn einfach nur durch pure, ich sag mal, entweder Benutzerfehler oder mal unabsichtlich geklickt, wie da auch Daten verschwinden können. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Vielen Dank. Ja, als Administrator von dem Getreidegroßhandel Schubert habe ich natürlich Zugriff auf den Office 365 Tenant. Und wenn wir jetzt einfach mal folgende Situation annehmen und ich mich einfach mit meinem Arbeitgeber vielleicht etwas verschnupft habe und denke, so am letzten Tag als Bonbon hinterlasse ich mal noch was, habe ich natürlich als Administrator in dem Tenant verschiedenste Möglichkeiten, hier Schaden anzurichten. Gerade wurden ja schon ein paar Beispiele genannt, wie Daten verloren gehen kann. Und eine Möglichkeit ist natürlich, indem man sie einfach aus dem Office 365 rauslöscht. Und das machen wir einfach mal gemeinsam. Wir sind hier eingeloggt als Administrator und sehen alle unsere Benutzer, die wir im Getreidegroßhandel Schubert angelegt haben und haben dann ganz leicht die Möglichkeit, über einen Klick Benutzer zu löschen, auf Benutzer löschen zu klicken und den dann mit einem weiteren Bestätigungsklick hier zu löschen. Und damit lösche ich dann quasi den kompletten Benutzer inklusive E-Mail-Account, SharePoint, OneDrive, alles, was hinter dem Benutzer so angelegt wurde. Ich mache das hier einfach mal exemplarisch für so ein paar Benutzer. Ihr seht, das geht relativ schnell. Es gibt auch eine Massenverarbeitung. Also ich könnte auch alle Benutzer auf einmal anwählen und klicken. Und das Gleiche geht natürlich mit Teams-Nachrichten. Also in Teams-Chat werden immer mehr Nachrichten versendet, immer mehr wichtige Dokumente nach intern, nach extern. Und auch hier kann man sehr schnell einfach mit einem Klick die Teams löschen. Das kann ich natürlich machen, wie jetzt in unserem Fall, weil ich einfach der Firma was Böses möchte. Aber es kann natürlich auch mal passieren, weil ich einen falschen Löschungsauftrag erhalte. Jetzt sagen natürlich, ne, diesen Fall bösartiges Löschen, dann sind die ja noch unter gelöschte Benutzer vorhanden. Das ist auch richtig. Die Benutzer, wenn ich die einmal gelöscht habe, die sind hier noch mit drinne. Aber über einen weiteren Klick, und zwar über das Active Directory, gibt es die Auswahl Benutzer nochmal. Sieht dann hier etwas kryptischer aus. Und dann gibt es über Verwalten diese gelöschten Benutzer. Und hier tauchen die auf und dann kann ich auch wieder die Massenauswahl nehmen und sagen, Benutzer endgültig löschen. Und das kann ich beliebig oft mit den Benutzern machen, aber auch mit dem Teams-Chat. Und dann sehe ich hier einmal aktualisieren, jetzt sind die Benutzer auch weg und alle damit natürlich gespeichert und verbundenen Daten. Das Gleiche, wie gesagt, bei Teams, OneDrive, SharePoint, sehr leicht möglich. Entweder wenn der Administrator nicht mehr gut auf die Firma zu sprechen ist oder natürlich der viel wahrscheinlichere Fall, wenn ein Fremder Zugang zu dem Administrator-Account erhält und sich hier einfach ein bisschen rumwütet. Das ist jetzt der Fall, wie ich die Daten löschen kann. Jetzt ist natürlich viel interessanter, wie kann ich die Daten wiederherstellen. Und hier wechseln wir einfach mal in unser 365 Total Backup, wo der gleiche Account, ihr seht, die Benutzer wieder auch vorhanden ist. Und hier habe ich dann ganz leicht die Möglichkeit, solche Daten, die aus welchen Gründen auch immer gelöscht wurden, wiederherzustellen. Ich kann das entweder für komplette Postfächer, OneDrive, SharePoint und Teams machen oder auch eine punktuelle Herstellung, also granular, wenn es mir nur um einzelne Dateien geht. Und jetzt machen wir das exemplarisch hier mal für ein Postfach. Klicken hierfür aufs Postfach. Habt die Möglichkeit, mir dann hier die Office 365 Organisation auszuwählen. Falls es beispielsweise mehrere Domains im einen Tenant gibt, werden die hier aufgeführt und klickt dann unten rechts einmal auf Weiter. Und jetzt lädt das System alle Daten, die gebackupt wurden. Die Backups werden zyklisch viermal am Tag angefertigt. Und wir nehmen uns mal den Achim Sommerland raus, klicken noch einmal auf Weiter. Und nun habe ich hier die Möglichkeit, den Zeitpunkt der Wiederherstellung auszuwählen. Und man sieht, es sind verschiedene Backups an verschiedenen Tagen vorhanden. Wir nehmen jetzt mal den 18. Oktober und stellen das wieder her. Und dann bekomme ich immer verschiedenste Auswahlmöglichkeiten. Zum einen
kann ich natürlich alle E-Mails, Kalenderelemente und Kontakte in demselben Postfach wiederherstellen, wenn ich es entweder nach dem Löschen wieder angelegt habe oder das Postfach auch existiert und einfach versehentlich Sachen gelöscht wurden. Ich kann aber auch die Daten in einem anderen Postfach wiederherstellen, was auch sehr hilfreich ist, wenn der Mitarbeiter beispielsweise mal gewechselt hat und ich die Daten einfach in meinen anderen Account benötige. Alternativ kann ich es auch als PST wiederherstellen und dann einfach individuell ins Outlook einbinden oder das ganze Postfach einmal als ZIP runterladen. Wir entscheiden uns jetzt einfach mal für diese alle E-Mails, Kalenderelemente und Kontakte in einem anderen Postfach wiederherstellen. Klicken nochmal auf Weiter. Ich wähle mir wieder meine Office 365-Organisation aus und das Postfach, wo ich die Daten hochladen möchte. Jetzt nehme ich hier mal die Produktion und klicke auf Wiederherstellen. Und jetzt läuft im Hintergrund die Wiederherstellung und die Daten sind im Office 365 wieder verfügbar. Das Gleiche, wie schon gesagt, ist auch für Teams-Chats, SharePoint und OneDrive verfügbar. Darüber hinaus gibt es aber auch noch die punktuelle Wiederherstellung. Klicken uns hier nochmal durch und kann dann hier auswählen, ob ich ein Postfach, ein OneDrive-Konto oder ein SharePoint wiederherstellen möchte. Das kann man immer dafür nutzen, wenn einfach versehentlich Daten gelöscht werden, wurden, ein Benutzer sich meldet bei dem Administrator und sagt, gib mir doch hier gerne nochmal meine E-Mail zurück. Wir laden dann im Vorschaufenster das komplette E-Mail-Postfach, klicken mal auf den Posteingang und habe dann auch hier eine Vorschaufunktion, kann mir die E-Mails nochmal angucken, kann die dann hier auswählen, die ich wiederherstellen möchte und klicke auf ausgewählte Elemente wiederherstellen und einmal auf Weiter und dann gibt es wieder die gleichen Auswahlfunktionen, die wir gerade schon gesehen haben. In dem Fall sicher das Logischste, das in das gleiche Postfach wiederherzustellen. Dann kann man noch auswählen, wie das heißen soll. Kann man beispielsweise auch eine Ticketnummer hinterlegen, wenn interne Tickets für solche Sachen erstellt werden. Und dann klicke ich Wiederherstellen und die Sache ist erledigt. Ja, also so leicht ist es auf jeden Fall, Sachen beim Office 365 zu löschen als Administrator, aber auch wiederherzustellen. Und ich übergebe wieder an den Mario von Hornet Security. Ja, vielen Dank. Das war eine kleine, schöne Demo. Muss ich nachher nicht ganz so viel machen. Ne? Dann ist das immer ein bisschen praktischer, wenn man es direkt vom... Moment. Seht ihr meine Folien schon wieder? Ne, ich habe es noch nicht. Noch nicht. Okay. So, hier wir, oder? Ja. Wunderbar. Wir haben es gerade gehört, auch bei Teams, das wird natürlich auch immer wichtiger, wie wir damit zusammenarbeiten. Wir selber sehen das an unserer Firma. Wir sehen, wie sich das wirklich durchzieht durch viele Themen. Wir sehen auch, dass mittlerweile auch immer mehr Prozesse und Abbildungen über Teams funktionieren, was ja auch ganz wunderbar ist. Und klar haben wir heute jetzt gerade einen Fall gesehen, wo jemand böswillig agiert. Das mag gar nicht so oft vorkommen, kann aber vorkommen. Oftmals sind es die Kleinigkeiten, wo einer vielleicht eine Gruppe aufgebaut hat, eine Projektgruppe gemacht hat. Man arbeitet miteinander, irgendwann ist das Projekt beendet und jemand sagt, ja gut, dann kann ich es ja schließen und löschen. Die Daten sind vielleicht noch eine Zeit lang da zur Wiederherstellung, vorausgesetzt, man merkt das in der Zeit vielleicht, dass es wieder da ist. Also es gibt ganz viele kleine Anhänglichkeiten im Leben, wo wir eben schauen, wie kriegen wir das hin. Und speziell Teams, muss man immer dazu sagen, ist ja nochmal etwas spezieller durch seine Struktur, wie es arbeitet, wie man das entsprechend backup. Und da sind wir durchaus ganz stolz, dass wir haben zusammen eine Studie gemacht mit der Tech Consult. Das Dokument ist auch bei uns auf der Webseite verfügbar, wo wir mal verschiedene Lösungen verglichen haben, einfach mal zum Thema Backup und Teams ganz besonders. Und ihr seht, ich sage immer, da wo überall die grünen Häkchen sind, da bieten wir eben eine entsprechende Lösung an. Andere nicht unbedingt so viel, von daher, das macht uns sehr stolz. Und wir haben das Dokument auch bei uns auf der Website, natürlich in Deutsch, verfügbar, wo man mal reinschauen kann. Also auch etwas, wo wir perspektivisch drauf arbeiten, alle unsere Services immer mehr auf die Produkte innerhalb von Microsoft anzupassen, die die zukünftigen Workflows eben abbilden
und haben die Produkte damit rein. Vielen Dank nochmal. Ich habe grundsätzlich schon mal gehört, dass da Fragen gestellt worden sind. Die gucken wir uns am Ende, dann kriege ich das übermittelt und kann da auf ein paar eingehen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, gerne die Fragenfenster benutzen und wir beantworten das alles. Es wird auch, um das nochmal sozusagen die Housekeeping-Geschichten zu machen, auch ein Report geben, dass wir euch Ihnen zur Verfügung stellen, so dass man sich die Sachen hinten dran nochmal anschauen kann. Jetzt haben wir ja Hanno und jetzt können wir ein bisschen schnacken auf das Thema mehr kaufmännische Geschichten. Uns ist allen klar, dass etwas passieren kann, dass Daten weggehen, warum es technisch auch immer sinnvoll ist, etwas zu haben. Ich meine, das Thema Redundanz-Backup ist ja quasi Klasse 1, wenn man irgendwie IT lernt, das Thema. Aber für den Kaufmann ist das manchmal ein bisschen schwieriger zu verstehen. Aber wir sehen halt immer mehr einen Trend in der Versicherungsbranche, die auch immer, ich sag mal, begieriger auf solche Themen sind. Ja, Mario, danke für die Einladung. Und ich glaube, erstmal, für mich war das jetzt schon sehr interessant, hier zu sehen, was euer Produkt kann. Ich habe so einige Kunden, die hätten das im Schadensfall besser gehabt. Denn ganz wichtig ist, eine Versicherung gegen Hackerangriffe, eine sogenannte Cyberversicherung, die kann nur funktionieren, wenn der Kunde auch selber seine Hausaufgaben gemacht hat und einigermaßen ordnungsgemäße IT-Sicherungsstrukturen vorhält. Und ich habe dafür auch mal jetzt einen kleinen Auszug hier aus den sogenannten Versicherungsbedingungen mal eingeblendet. Hier seht ihr zum Beispiel, was die Versicherung leistet im Schadensfall. Nämlich sie trägt die Höhe der notwendigen Kosten für die erforderliche Wiederherstellung eines IT-Systems in der zuletzt verfügbaren Konfiguration, wie zum Beispiel durch Entfernen der Schadsoftware, durch Wiederaufspielen der Patches. Und hier unter Punkt B steht die maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungsdatenträgern. Das ist ein bisschen Versicherungsdeutsch, heißt aber mehr oder weniger das Einspielen der Backups. Das heißt, gibt es kein Backup, kann die Versicherung auch hier nicht leisten. Das heißt, ohne eine vorhandene Datensicherung bringt letztendlich auch eine Cyberversicherung nicht viel. Und auch wenn die Kunden eine Datensicherung vorhalten, kann da im Schadensfall einiges falsch laufen. Deshalb habe ich mir erlaubt, einfach mal so zwei Beispiele mitzubringen, die wir auf den nächsten Folien dann auch sehen. Denn nicht jeder Kunde ist heute mit seinem Backup gut aufgestellt. Hier gab es einen Hackerangriff auf eine Druckerei, die haben ein Spezialprodukt, die drucken Plakate. Also Plakate, wie man sie in der Innenstadt kennt, für Werbe- oder auch Wahlkampagnen. So, diese Plakate werden 4 bis 8 Wochen im Voraus bestellt. Ne? Und durch eine Schadsoftware, die sich ein Mitarbeiter über eine Phishing-E-Mail eingefangen hat, eine relativ einfache Schadsoftware, wurden jedoch Teile der Daten gelöscht und große Teile auch der Daten in dem ERP-System, wo die Druckaufträge ankommen, nachbearbeitet werden für den Offset-Druck, die waren halt blockiert und nicht mehr nutzbar. Die Druckmaschinen funktionierten natürlich noch, die sind davon getrennt, aber wenn es keinen Inhalt gibt, den man drucken kann, dann läuft auch die Druckmaschine nicht. So, jetzt war es so, dass das Backup besteht in dieser Firma natürlich aus den ganzen Kundenaufträgen der letzten 2, 3 Jahre. Das heißt, du musst dir vorstellen, sehr, sehr große Dateien. Ja? Und das wieder einzuspielen, hat in Summe 8 Tage gedauert und war auch offen gesagt neben der Unterbrechung jetzt gar nicht so das Problem. Das Problem des Kunden war, dass die Schadsoftware auch seine gesamten Kontakt- und Kommunikationsdaten verschlüsselt hatte. Das heißt, er hatte ca. 30 Kunden, die in der nächsten Woche Lieferungen von ihm erwarteten und die musste er natürlich jetzt informieren, dass das nicht klappt. Und wenn man bei also diesen Also der Kunde hat quasi zwar gebackupt, aber nur seine Arbeitsdaten sozusagen, die Bilder und das, was man eben druckt, aber nicht seine, ich sag mal, seine Mail und diese Informationen. Genau, das, was ich hier gerade gesehen habe in der Demo, wunderbar, ne? Dass man hier auch die ganzen E-Mails und auch Kontaktdaten quasi sich wieder schaffen kann. Das hatte der Kunde nicht, weil er relativ, das Backup bezog sich bei eben nur auf die selbst erstellten Arbeitsmaterialien. Und der fing dann an, sich das alles zusammenzusuchen. Ne? Der hat sich dann von der Website über die Telefonnummer im Impressum versucht, seine Kunden zu erreichen. Ne? Und das hat natürlich gedauert, weil in so einem Fall hast du natürlich für sowas nicht unendlich viel Zeit. So, letztendlich
war das so, dass das 350.000 Euro gekostet hat und ihm natürlich sehr viel Ärger mit seinen Kunden bereitet hat, weil er die nicht rechtzeitig informieren konnte. Zweiter Fall ist ein Unternehmen, was Metallerzeugnisse, also Kupfermaterialien herstellt. Bei denen ist es anders gewesen. Dort hatte wirklich jemand es geschafft, das Passwort eines Sysadmins herauszufinden, ja? Weil das war relativ einfach gewählt und war das. Man hatte da im privaten Bereich auch dasselbe Passwort benutzt und dieses private Passwort war irgendwo schon mal gehackt worden und war in irgendwelchen gelegten Passwortlisten zu finden. Und dann haben die Angreifer ganz gezielt mit einfachen Brute Force-Methoden es geschafft, in die Systeme dieses Unternehmens reinzukommen und haben dort eine Schadsoftware platziert, die natürlich von dort eine sehr starke Reichweite entfalten konnte. Und diese Malware hatte neben der Verschlüsselung der ganzen Daten auch den Zugriff auf die Backups-Dateien zerstört. Das heißt, hier war die Daten im ERP-System zerstört, plus die Backups, die sich zu dem Zeitpunkt am Betrieb, am Netzwerk befanden, waren ebenfalls betroffen. Das heißt, dieses Unternehmen stand mehr oder weniger vor dem Nichts, ne? Und was hat daran geendet, dass man sich entschieden hat, dieses Lösegeld zu zahlen. Ja? Man hat einen Verhandlungsführer reingeholt, der hat die Lösegeldforderung, die über 7 Millionen Euro lag, in mehreren Tagen noch auf ca. 1,2 Millionen Dollar runterverhandelt. Aber letztendlich haben die gezahlt, weil die hatten pro Woche einen Betriebsausfall, der die Hälfte des Lösegeldes ausmachte. Und letztendlich kann man sagen, das war jetzt ein sehr, sehr teurer Fehler, der hier in der Struktur und in der Konfiguration der Backups da gewesen ist. Aber das Problem, was viele Kunden haben und was wir immer wieder sehen, ist, das habe ich auf der nächsten Folie auch nochmal zusammengefasst, dass die Angreifer, die Cyberkriminellen, sich natürlich weiterentwickeln, weil die wissen, wenn mein Kunde eine gute Backup-Infrastruktur hat, dann kann ich bei dem kein Geld erpressen. Deshalb wird die Schadsoftware zunehmend so eingesetzt, dass auch gespeicherte Backups gesucht werden oder auch Backup-Dateien identifiziert werden. Also das können jetzt nicht so tief reingehen hier, aber es ist teilweise so, dass die Skripts so programmiert sind, dass die Schadsoftware bestimmte Dateitypen sucht oder auch die APIs zu den Backup-Anwendungen ausnutzt, um auch direkt Zugang zur Datensicherung zu finden. Die Attacken Ich laufen sehe das ja. Wir haben das ja im Vorfeld auch besprochen. Wir sehen das gleich auf deinen kleinsten Folien, dass Sie für sich ja speziell darauf gucken, dass man getrennte Systeme hat. Wir in unserem Fall, was jetzt unser Hornet-System angeht, ist es in der Tat so, dass wir ja physikalisch auch wirklich getrennt sind, dass die Daten, um das mal zu sagen, wie es bei uns läuft, in der Tat anders, also systemweit wirklich physikalisch getrennt sind und in deutschen Rechenzentren liegen, und dass man da eben nichts connected kann und keine Schadsoftware rüberkommt. Absolut, Mario, das ist der wichtige Punkt. Und beim Thema getrennte Systeme, da kommen wir jetzt auch, haben wir jetzt, glaube ich, auch den, haben wir den perfekten Übergang zum Thema Versicherung, also zur kaufmännischen Betrachtung. Denn die Versicherer in Deutschland haben vor 5, 6 Jahren angefangen, Cyberrisiken zu versichern. Hier seht ihr mal, wie sich das Geschäft entwickelt hat. Also der rechte große Balken 2021, das waren 320 Millionen Euro Beiträge, die deutschen Unternehmen zahlen für ihre Cyberversicherung. Aber die rote Zahl hier, das ist der Prozentsatz der Schäden, den die Versicherer ausgezahlt haben. Das heißt, es gab 3.700 Schadensfälle in 2021 und die Versicherer haben aber 24% mehr ausgezahlt an ihre Kunden, als sie an Beiträgen eingenommen haben. Das heißt, die Schadenkostenquote, also die Versicherer haben Verlust gemacht. Das ging auch durch die Presse im September. Das heißt, weil sich die Angriffsmethoden und die Angriffstaktiken so schnell ändern und die Kunden auch noch nicht schnell genug hinterherkommen, haben wir die Situation, dass gerade die Versicherer diese ganzen Schadensfälle zahlen und deshalb natürlich auch die Anforderungen an die Versicherbarkeit eines Unternehmens extrem angezogen haben. Ich habe dazu auch noch mal ein paar Punkte notiert. Ja, gerne. Aber schon krass zu sehen. Ich meine, ich finde das immer spannend. Wir reden hier so viel über Cyberkriminalität und klar sagt immer jeder, da passiert was. Und ab und zu sehen wir ja auch wirklich die Spitzen,
wie heißt das schön, die Spitzen des Eisberges sieht man, wenn da mal ein Stadtwerk, eine Verwaltung oder eine Firma getroffen ist. Aber im Grunde versucht ja jeder irgendwie so ein bisschen unterm Radar zu bleiben, wenn das passiert. Es gibt natürlich ein paar Verpflichtungen, aber hier finde ich das interessant, wie dann wirklich der Schaden ist. Also zumindest mal für den Versicherer. Das ist ja, fürs Unternehmen kann das ja irgendwann viel höher sein, weil auch die Versicherung nur bis zu einem bestimmten Betrag zahlt, sicherlich, dass das doch so zugenommen hat, gerade in 21. Ja, leider. Also natürlich ist das Prinzip so, als Unternehmen zahle ich ein paar tausend Euro im Jahr und will im Zweifel Schutz haben, wenn es eine sechsstellige oder siebenstellige Summe wird. Dafür ist das Prinzip da. Die gesamte Versichertengemeinschaft muss natürlich das Risiko aller tragen. Und das hat jetzt hier nicht funktioniert. Das ist bei Hurricanes oder Stürmen klappt das, weil das nur alle 5, 6 Jahre mal passiert. Da haben die Versicherer dann wieder 3, 4 Jahre, um sich zu erholen. Bei Cyberrisiken rechnet keiner damit, ne, dass sich die Lage entspannt. Und deshalb werden die Raten natürlich an allen Ecken, wenn die Preise erhöht, teilweise um 20, 30% pro Jahr. Aber ganz wichtig auch die Anforderungen, also das, was der Kunde mitbringen muss, das wird komplexer. Und diese geforderten IT-Sicherheitsstandards, das sehen wir seit über 18 Monaten jetzt und wir erwarten, dass die kontinuierlich angehoben werden. Das heißt, viele Ihrer Kunden werden von Ihrer Versicherung zukünftig gesagt bekommen, wo und wie sie aufrüsten müssen. Ich habe rechts einfach mal ein paar Beispiele aufgeführt. Ich glaube, Mario, wir haben jetzt nicht Zeit, die alle durchzugehen, aber der dritte Punkt von oben ist zum Beispiel eine separierte Datensicherung, was wir in vielen Fragebögen, Antragsformularen jetzt immer wieder sehen. Und ich glaube, Beispiele haben wir auch mitgebracht. Ne? Beim HDI zum Beispiel, da ist die Frage, ob es eine mindestens wöchentliche Datensicherung gibt auf separaten Systemen. Also fast genau derselbe Wortlaut. Das muss der Kunde angeben. Ich habe ein zweites Beispiel hier nochmal. Das ist von der Grota. Da gibt es interessanterweise auch eine Staffelung. Also je nach Unternehmensgröße ist die Anforderung ein bisschen weicher und dann zum Schluss auch sehr konkreter formuliert. Also hier seht ihr zum Beispiel in der Box aus unserem Vergleichsrechner, das ist alle Unternehmen bis 10 Millionen Euro. Da reicht für die Grota reicht einfach ein wöchentliches Backup aus und das muss getrennt aufbewahrt werden. Das ist ein sehr weiter Begriff. Ne? Also da kann man ja einiges drunter sich vorstellen. Unten in Frage 6 und 7, das ist ein anderer Fragebogen. Das sind die Firmen bis 50 Millionen Euro, da ist es schon eine tägliche Datensicherung. Und in Frage 7, da steht es explizit, Systeme des Versicherten, welche außerhalb des Datensicherungsprozesses physisch vom Netzwerk des Versicherten getrennt sind. Also diese Anforderungen, die sind so in dem Vertrag drin, die muss der Kunde erfüllen. Und Mario, du hast gerade schon vorgeblättert, da sieht man auch nochmal das ganz Große. Für alle, die noch mehr machen, ne? Genau, über 50 Millionen Umsatz. Hier wird auch der Kunde noch gebeten, genau zu beschreiben, welche Prozesse er nutzt. Das heißt, früher hieß es ja kein Backup, kein Mitleid. Mittlerweile kann man sagen, kein Backup, keine Versicherung. Und ich glaube, das ist dann noch ein ganz wichtiger Aspekt für all diejenigen, die nicht nur technisch Verantwortung tragen, sondern auch kaufmännisch Verantwortung tragen. Mit diesen Anforderungen gleichzeitig mitzuwachsen. Und entsprechend in vernünftige Systeme, so wie Hornet, zu investieren. Weil dann klappt das auch mit dem Versicherungsschutz und im Schadensfall zahlt der Versicherer dann auch die Kosten, wenn es wirklich passiert. Wie wird sowas eigentlich vorher auch kontrolliert? Das ist immer die Frage, trage ich das was ein? Ich meine, wir alle kennen Versicherungen, wir alle kennen Autoversicherungen und Co. Wenn man sagt, ich habe keine Mitfahrer unter 25, die Frage ist immer, wirklich gecheckt wird das dann, wenn es passiert ist. Ne? Und dann kann es durchaus bitter werden. Absolut. Ich bin froh, dass du das ansprichst. Also gerade beim Mittelstand ist es so, der Kunde füllt diese Angaben aus. Die werden dann Teil des Vertrags und der Versicherer verlässt sich darauf, dass das so stimmt. Und das wird erst im Schadensfall geprüft. Nur bei ganz großen Konzernen, die Milliardenumsätze machen, da gibt es sogenannte IT-Audits. Ne? Da kommt man teilweise sogar vor Ort zusammen und lässt sich auch Dinge vorführen. Also das heißt, die Angaben, die der Kunde macht, die gelten. Und wenn hier jemand gleichwertig ankreuzt, ich mache eine tägliche Datensicherung auf separierten physisch getrennten Systemen und er hat das nicht, dann hat er eigentlich von vornherein keinen Versicherungsschutz. Ja, das muss man ganz klar so sagen. Das heißt, bei diesen Angaben, die auf dem Fragebogen gemacht werden müssen, da kann der Versicherer, wenn die nicht stimmen, vollständig vom Vertrag zurücktreten. Das heißt, man hat von Anfang an keinen Versicherungsschutz gehabt und deshalb wird das immer wichtiger.
hier auch ganz genau zu lesen und auch so einen Fragebogen einfach mal auch seinem Dienstleister vorzulegen und zu sagen, Mensch, na, habt ihr hier ein Produkt für mich? Ich meine, um das mal ein bisschen ins Positive zu drehen, auf der anderen Seite, das müssen wir ja auch sehen, es gibt Cyberversicherung. Ne? Das heißt, bei den ganzen Gefahren, die man hat und das, was man tun will, also einmal grundsätzlich versuchen, etwas zu verhindern. Das wäre in unserem Fall von Hornet Security unsere Produkte im Bereich E-Mail Security. Dann, wenn es darum geht, etwas, ja, ich sag mal so, wenn doch was passiert ist, in welcher Art und Weise, dass man es wiederherstellen kann. Das mag jetzt das Thema Backup sein. Das kann aber auch das Thema E-Mail-Archiv sein. Da gibt es ja auch verschiedene Rechte. Das kann man machen. Und wie zu Hause, nicht mit dem Feuerlöscher, also Brandmelder ist okay, mit dem Feuerlöscher zu haben ist auch wichtig, aber auch eine Feuerversicherung ist gut. Und hier bei den Cyber-Themen ist es genauso, man kann sich auch dagegen versichern. Ja, und das eine ersetzt nicht das andere, das ist auch ganz klar. Ne? Also auch ja. Wieder der unfallfrei fährt und ein hochsicheres Auto fährt mit ESP, 7 Airbags ja, und furchtbare Assistenten, der hat trotzdem eine Vollkaskoversicherung. Ne? Und gerade aber bei den wichtigen Themen, bei den eigenen IT-Systemen des Unternehmens, da haben die Kunden teilweise einfach, wissen sie noch nicht, dass die Möglichkeit besteht. Und deshalb, glaube ich, greifen hier ja, einfach Investitionen in solche moderne und auch wichtige Systeme mit dem Versicherungsschutz einfach zusammen. Und wie gesagt, wir haben mit Backup heute nur eins. Wir können darüber jetzt noch 3 Stunden reden, was man teilweise alles machen kann. Und ich finde es schön, dass ihr davon einiges abdeckt. Und das wird halt für die Kunden immer wichtiger. Und wie gesagt, nicht nur für den Leiter oder den IT-Sicherheitsverantwortlichen, sondern auch für den Geschäftsführer, der zum Schluss seine Unterschrift untersetzt. Das bisschen Thema Demo kann ich mir jetzt ein bisschen sparen, haben wir gerade gesehen, weil in der Tat ist es nicht mehr. Für alle Zuschauer hier kann ich es nur auffordern, mit uns in Kontakt zu treten, mit uns, mit Ihrem Partner, der Sie betreut. Wir können das wirklich zeigen. Und das, was wir vorhin gesehen haben von unserem Admin, vom Getreidegroß, Daniel Schubert, das ist auch wirklich unsere Oberfläche, mit der man sehr bequem, sehr einfach Dinge einfach wiederherstellen kann. Unser Backup funktioniert grundsätzlich automatisch über den gesamten Tenant. Ich versuche mal, das ist jetzt immer ein bisschen schwierig, über alle ganz vielen Fragen, die ja reinströmen, was zu haben. Also die Frage war, kann man, wie das lizenziert wird, wir lizenzieren tenantweit und geben dann die Möglichkeit, einfach dann wieder punktuell wiederherzustellen. Also da so funktionieren wir. Und das macht vom Lizenzthema bei uns nichts, gar nichts aus, welches Produkt, Teams, Shepard und so weiter ich backuppe, sondern wir haben wirklich einen All-Inclusive-Preis. Ein paar andere Sachen, die mir jetzt auf ganz, ganz schnell so einfallen, sehen, ist auch nochmal zum Thema One-to-One-Chats bei Usern. Kann sowas wiederhergestellt werden? Ja, genau. Ich glaube, das ist einer unserer wirklich coolen Assets und Abgrenzungspunkte, die wir hinkriegen, dass man das so wiederherstellen kann und damit arbeiten kann. Da kommt natürlich dann auch, ich sehe eine Frage, grundsätzlich, wie geht das mit dem Datenschutz zurecht und wenn dann Admin sich alles auch angucken bei uns. Das ist so, das ist aber auch, wenn Sie grundsätzlich der Exchange-Admin sind, können Sie das auch. Also ich sage mal so, man hat am Ende nicht mehr Möglichkeiten, als man eh schon hat oder hätte, mit unserem System. Das ist natürlich immer die Krux beim Admin, das ist in der Tat, und das sind dann eher organisatorische Maßnahmen, die man auch machen muss, den Menschen muss man schon vertrauen. Also geht ja nicht nur um unser Thema, auch um viele andere Themen. Das Szenario böser Admin ist immer sehr speziell. Wie muss ich damit arbeiten? Also unser System arbeitet automatisch, heißt neue User, neue Teams, Räume etc. werden automatisch mit gebackupt. Das heißt, wir müssen hier keine Unterscheidung machen und man muss sich darum nicht kümmern. Das ist also wirklich unser wie heißt das, unser Credo oder unser DNA ist wirklich Einfachheit. Und da kann ich Sie alle nochmal auffordern, einfach mit Ihren Partnern, mit uns zu reden. Wir können das zeigen.
also das Thema, es funktioniert und es funktioniert einfach so, dass Sie einfach den Kopf frei haben, für andere Themen zu machen. Wir haben auch ein verschiedenes, Rechtesysteme können unterschieden werden. Also hier, ich sehe, es sind ganz viele Fragen, die ich so mal schnell durchscrolle. Die werden wir beantworten und dann eben an alle, alle weitergeben. Das kann ich hier so mal versprechen. Von daher nehmen Sie mich beim Wort. Ein anderes Thema, Hanno, was wir sehen, das hat jetzt vielleicht nicht ein bisschen was mit dem Thema Backup zu tun. Und in der Tat ist unsere Backup-Lösung einschalten und läuft im Hintergrund. Eine Frage fällt mir gerade noch ein, die ich groß gesehen habe, wo werden die Backups gespeichert? Wir als von Hornet haben 3 deutsche Datencenter, wo wir redundant arbeiten. Das heißt, die Daten, die wir aus dem M365 rausnehmen, werden auf deutschem Boden von einer deutschen Firma in einem deutschen Rechenzentrum gebackupt. Wir sind wirklich physikalisch getrennt. Und auch das nochmal, ich finde das halt ein cooles Highlight und Funktionalität. Ich wurde vor einer Weile auch mal gefragt, wie viele Backups macht ihr denn und wie weit kann ich zurückgehen? Bei uns, auch in unserem Produkt, kann man bis zu Tag 1 zurückgehen. Also das ist in der Tat so. Wir haben das vorhin gesehen in dem Beispiel. Da gab es verschiedene mögliche Rücksprungpunkte. Wir, ganz extremer gesagt, wenn Sie 10 Jahre bei uns Kunde sind, können Sie an Tag 1 zurückspringen und da im Zweifel nochmal ein Bildchen, eine Datei und was auch immer finden, die vielleicht damals erstellt worden sind. Also eine ganz fantastische Möglichkeit, hiermit zu arbeiten und wirklich den Plan B auszuheben. Hanno, wir hatten im Vorfeld auch noch ein bisschen gesprochen zum Thema, man muss halt auch vorsichtig sein. Wir haben vorhin das Thema Arbeitsschutz oder auch Feuerschutz genannt. Ne? Da weiß man, muss die Menschen auch mal mitnehmen und auch erklären, dass ein Feuermelder, ein Feuerlöscher grundsätzlich von der Verantwortung des Einzelnen ablenkt oder dem das abnimmt. Ne? Und wir haben in diesem Jahr die Firma ITC gekauft, um eben unser Portfolio, unsere Vision noch weiter auszubauen und das Thema Security Awareness Trainings mit einbringen. Was ist das für alle, die das vielleicht nicht sofort vor dem Auge haben, ist das Thema Wahrnehmung bei den Mitarbeitern. Ich weiß, und jetzt sage ich mal, alle, die Hornet-Kunden sind, wissen, ist man lebt hinter unserer E-Mail-Security-Produkten so wirklich wie hinter einer sicheren Mauer in einem schönen Lalaland und muss sich um wenig Gedanken machen. Nichtsdestotrotz tobt da draußen, um das mal sozusagen, natürlich eine wilde Schlacht vor der Mauer, die wir für sie führen. Und es ist aber trotzdem gut, wenn sich jeder bewusst ist, dass etwas passieren kann, dass mich Menschen, Dinge, Maschinen ansprechen können. Und das muss nicht mal immer eine E-Mail sein. Und hier arbeiten wir eben und werden wir das eben anbieten in der Zukunft ab nächste Woche. Da ist unser Launch für die Produkte, dass wir unsere IT-Security-Awareness-Trainings mit anbieten, die 3 Dinge tun wollen. Wir wollen das Mindset von den Mitarbeitern einfach adressieren, dass man ein Gefühl bekommt, ich muss trotzdem, obwohl ich eine gute IT habe, obwohl ich gute Leute habe, die sich um mich kümmern und eine gute Technik, muss ich einfach schauen und auch mal vorsichtig sein. Nicht alles, wer mich anspricht, hat vielleicht Gutes im Sinn. Wir arbeiten am Skillset mit einer Trainingsplattform und bieten eben Tools an, die man nutzen kann, um damit zu arbeiten. Hanno, wir haben, wie gesagt, wir haben das schon besprochen. Ich glaube, das ist ein Thema, was auch Versicherungen auch zunehmend verlangen, oder? Also mal unabhängig von den technischen Maßnahmen. Ja, absolut. Also wir sehen das das kommt jetzt auch seit 1-2 Jahren vereinzelt in die Fragebögen. Also ich glaube, 3 von unseren 15 Versicherern fragen explizit den Kunden. Er muss bestätigen, dass er Mitarbeiter sensibilisiert und im Umgang mit IT-Risiken und IT-Sicherheit schult. Und das heißt, das wird dann auch zur Pflicht eines Unternehmens, eines Geschäftsführers, die so ein Angebot seinen Mitarbeitern zu machen. Ungeachtet dessen, das wissen wir, glaube ich, alle hier, dass es Sinn macht, Mitarbeiter auf diese Angriffsszenarien vorzubereiten. Aber jetzt kommt es auch von der Versicherungsindustrie als Auflage, diese Schulung vorzuhalten. Und ich glaube, damit kann man auch einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass einfach weniger passiert. Dass nämlich keiner einen Mitarbeiter
Austricks täuscht, dass er die Tür in der Mauer aufmacht, ne, so dass man hier jemand reinlässt. Und ich glaube, das finde ich sehr spannend, diese Entwicklung, und würde mich auch freuen, mir das mal anzuschauen, was ihr da anbietet. Das heißt, wir werden es irgendwann wirklich so behandeln müssen wie Arbeitsschutzbelehrung, wie Feuerschutzbelehrung, wie grundsätzliche Compliance-Belehrung, die ja auch schon immer üblich sind, dass das mehr oder mehr in die DNA von in die DNA von Firmen übergeht. Ne? In dem Fall bieten wir eben ein Tool an, gewohnt, also jetzt wieder die, die schon Hornet Security kennen, gewohnt einfach in einem One-Click-System. Hört sich alles wahnsinnig kompliziert an. Wir haben ein automatisiertes Dashboard, das einmal dem CISO natürlich oder den verantwortlichen Personen mit Informationen versorgt, wie, ich sag mal, der Trainings- und der Security-Index der eigenen Mitarbeiter da ja, am Start ist. Dabei haben wir eben auch, und das ist das Coole an der ITC, einen standardisierten, ich sag mal so, Benchmark entwickelt, den ESI, der Employee Security Index. Damit kann man wirklich, wie es immer so ist, nur was ich messen kann und standardisiert messen kann, kann ich auch wirklich vergleichen. Und hier haben wir wirklich eine tolle Vergleichsbasis. Und unser Learning-System steuert das dann eben ganz automatisch aus, heißt also ohne Zutun eines IT-Lers, die es oft ausbaden müssen, werden entsprechende Trainings gepusht, die ich eh sehen müsste. Also es sieht am Ende so aus, dass zwei Leute, die nebeneinander sitzen, in ihrem Trainingshub natürlich unterschiedliche Dinge sehen. Der eine ist vielleicht weiter als der andere, deswegen kriegen sie unterschiedliche Trainings, aber eben auch unterschiedliche Spear-Phishing und Simulations-E-Mails. Ne? Also auch da nochmal ganz wichtig, und ich will das mal vorheben, Phishing-Simulationen sind nicht gleich Security-Awareness, sondern Bestandteil. Also Security-Awareness geht natürlich über das Thema E-Mail ein bisschen heraus. Es geht grundsätzlich um eine Kultur, nicht das Misstrauen, sondern des gesunden Menschenverstandes über Dinge nochmal nachzudenken. Es gibt ganz viele psychologische Ansätze, die man hier nutzt und die auch die Angreifer benutzen. Und das geht eben für uns, und das tun wir eben hier, Mechanismen zu bauen. Wie das aussieht, da kann ich Sie alle nur einladen, an unseren zwei Webinaren teilzunehmen. Einmal am 8. November um 11 Uhr und das gleiche Thema nochmal am 10. November um 14 Uhr, wo wir wirklich ganz gezielt hier auf diese Themen eingehen. Und am Ende Ihnen das einfach zeigen wollen. So, einmal scroll ich nochmal kurz durch ein paar Fragen durch, soweit ich die sehen kann. Und da kommen so Fragen wie, läuft der Backup in Echtzeit? Nicht ganz korrekt, wir haben halt mehrere Backup-Punkte am Tag, theoretisch bis zu 6 Mal. Machen wir Backup, sodass man wirklich diese Stände hat. Was man allerdings auch sagen muss, dass wir die Microsoft-Server anpingen. Und das tun natürlich viele. Das heißt, auch bei Microsoft sehen wir sozusagen ein Leveling des Datentransfers, sodass man ungefähr auch praktisch auf ja, 3 bis 4 Backups kommen kann. Das ist aber einfach technisch bedingt, weil der Datenzugriff auf die Microsoft-Systeme das vorgibt. Genau. Ja, viele, ganz, ganz viele andere Fragen. Also, meine Kollegen sitzen dran und arbeiten schon an den Antworten, die ich hier auf dem kleinen Display gar nicht so schnell lesen kann. Von daher sammeln wir das alles zusammen und bringen das an Sie zurück. So, wir haben die Zeit fast geschafft, aber last but not least, eine Sache bleibt natürlich noch übrig, so wie wir das immer machen. Wir haben natürlich 3 Fragen an Sie, beziehungsweise wir wollen es Ihnen einfach machen, mit uns in Kontakt zu treten. Sie haben ja schon die Fragen hier reingepostet, nutzen Sie einfach auch dieses Fragenfeld. Wenn Sie im Nachgang mehr Informationen zu unserem Thema Backup, zu einem Backup-Produkt haben wollen, posten Sie einfach die 1. Wenn Sie einfach noch mal ein bisschen mehr über unsere Security, E-Mail-Security-Lösungen haben wollen, einfach die 2. Und wenn Sie das satt, ich weiß, die Deutschen finden das immer gut, unser satt Produkt interessiert,
einfach kurz die drei reinpusten. Dann wissen meine Kollegen da gleich im Hintergrund, welche Informationen wir sie Ihnen im Nachgang hineinschicken wollen. Wenn Sie natürlich alles drei interessiert oder mehr als zwar eine Sache, dann einfach 1, 2, 1, 3 und so weiter und so fort. Ich weiß, Sie kennen sich alle aus und Sie machen das schon. Wir haben natürlich auch unsere Produktthemen, unser Ansprechpartner auf der Hanno ist hier verfügbar und auch die Präsi und das ganze Webinar zeichnen wir natürlich auf und leiten Ihnen das im Anschluss weiter, sodass Sie sich das auch nochmal in Ruhe zu Hause anschauen können. Ich schaue gerade mal in die Kamera. Hanno, bist du noch da? Natürlich. Ja, ich habe dich gerade nicht gesehen. So, last famous words auch noch von deiner Seite. Für die, die sagen, ah, cool, Cybersicherung hatte ich jetzt per se jetzt noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Kann ja, man sehr gerne sprechen, oder? Also erstmal vielen Dank für die rege Teilnahme und wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben oder einfach mal eine zweite Meinung haben wollen, wir stehen auch für Endkunden zur Verfügung und sind da auch ganz gut erreichbar über die Telefonnummer, E-Mail oder auch gerne mich per LinkedIn kontaktieren und kann das dann gerne im Nachhinein beantworten. Wir machen den ganzen Tag nichts anderes außer Cyberversicherung und stehen auch immer zu Fragen rund um diese IT-Anforderungen zur Verfügung. Und da fühlen wir uns ganz wohl drin und freue mich über jeden, der sich bei uns meldet. Und das sind natürlich schöne letzte Worte. Ich sage das auch, wir machen auch den ganzen Tag nichts anderes als Ihnen Security und Backup und da kennen wir uns aus. Und ich sage auch mal, Trust the System, wir machen unser Business wirklich gut. Wir machen das seit 15 Jahren und wir wissen das alles, wenn mal in dem Business was nicht läuft, dann bricht sich das ganz schnell rum. Das Gute muss man eben erzählen. Deswegen haben wir das Webinar. Wir hatten wirklich viele Teilnehmer. Herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, das war eine informative Stunde für Sie. Treten Sie gerne mit uns in Kontakt. Wir beide wünschen Ihnen dann noch einen schönen Resttag, eine schöne Woche und freuen uns natürlich, Sie vielleicht mal persönlich zu treffen. Eine Anmerkung noch. Nächste Woche ist ja die ITSA in Nürnberg und sollte jemand da sagen, hey, da bin ich auch, kommen Sie einfach an unserem Stand vorbei. Ich weiß, wir sind in Halle 6 und ich weiß auch, das wurde mir vom Marketing gesagt, man kann uns nicht verfehlen. Von daher, wir haben alles da, um auch in einer entspannten Atmosphäre einmal durchaus über ernste Themen zu reden. Aber so ernst sind die Themen nicht, dass man dann den Spaß nicht verlieren kann. Mit uns macht es in jedem Fall Spaß, zusammenzuarbeiten. Und wir haben Spaß, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. In diesem Sinne, machen Sie es gut.